Am ersten Tag einer Meditationswoche sprechen wir immer vom Lauschen, Zuhören. Und ich möchte vorwegnehmen, dass dieses Lauschen oder das stille Zuhören oder Zuschauen sich nicht nur um die Sinneswahrnehmung allein bezieht. Nicht beschränkt auf das Ohr oder die Augen. Es gibt in ganz gewöhnlichen Menschen, wie ihr und ich es sind, eine viel tiefere, ganzheitliche Wahrnehmung, in der alle Sinne offen teilnehmen. Und kann die entdeckt werden, diese stille, ganzheitliche Wahrnehmung. Nicht, dass man nach ihr sucht, dann ist schon wieder sehr eng. Lasst sie sich offenbaren. Im stillen Lauschen auf das Vogelgezwitscher, den Atem. Man kann sagen, dem Atem zuschauen, man kann sagen, dem Atem zu hören, den Atem fühlen. Es ist alles eine Wahrnehmung. Braucht nicht differenziert werden, denn der Atem ist da. Und wir wissen wirklich nicht genau, was er ist. Und wir wissen nicht, was Wahrnehmung genau ist. Es ist ein einziges, ganzheitliches Vorgehen, diesen Moment des tief oder flach, macht nichts, ist ganz egal. Der Atem wird von allein rhythmisch, wenn wir selber weniger versuchen zu kontrollieren, zu üben, zu widerstehen. Wenn sich das legt, indem es ins Bewusstsein kommt, dann wird der Atem von allein, was er sein muss. Das ist ein sehr wundersamer Körper, wo Atmen und Blutkreislaufen, Verdauen, Herzschlagen, all diese Funktionen, die wir so durch unser Wissen differenziert und unterschieden haben, die finden statt, ohne dass wir irgendetwas dazu tun, ohne dass wir darüber wissen, was sich in einer Zelle jetzt zuträgt, wissen wir nicht. Wir können es studiert haben unter dem Mikroskop, aber wie es jetzt in diesem Moment stattfindet, wissen wir nicht, aber es geschieht, es wird gelebt. Und das Leben kann, so wie es jetzt in diesem Moment abläuft oder sich entfaltet, wahrgenommen werden, ohne es zu kennen oder zu wissen. Ohne eine Trennung zu fühlen zwischen Wahrnehmung und Vogelgezwitscher. Es ist einfach tschi. Wenn natürlich der Gedanke hochkommt und beginnt auszuspinnen, ich höre den Vogel, ich höre ihn nicht so gut wie vielleicht die andere. Oder was kann ich tun, um den Vogel besser zu hören? Dann besteht Trennung. Die Gedanken bringen es fertig, Trennung zu schaffen, ununterbrochen Trennung zu schaffen, wo keine besteht.
etwas auszuspinnen und dann im Netzwerk dieses Gespinstes gefangen sein. Das ist möglich mit diesem Gehirn, diesem Organismus, der so fein und sofort auf Gehirngespinste reagiert. Vorstellung. Wir benutzen das Wort meistens nur für ganz absurde Dinge, aber alle Ideen, die wir haben, sind von Gedanken gesponnen. Ich meine das nicht in abwertigem Sinne, metaphorisch. Und in dieses Gesponnen, in dieses Netzwerk sind wir die meiste Zeit verfangen und spüren deshalb eine Trennung von der Welt, über die gesponnen wird, in Gedanken, mit Wünschen und Ängsten und Erinnerungen, Projektionen in die Zukunft. Das, so leben wir in diesem Netzwerk. Und die Frage ist hier, ist es möglich, dass das Netzwerk ungesponnen bleibt, nicht mehr weiter gesponnen, sondern ein Moment der direkten Wahrnehmung des oder Atem, Geräusche im Raum, im Körper, Empfindungen, das alles mal direkt da sein und sich entfalten lassen, ohne sofort in Gedanken darüber oder über etwas anderes zu versinken und zu merken, wie leicht diese Versenkung in Gedanken oder diese Verspinnung in Gedanken, wie leicht es stattfindet. Wenn es stattfindet, ist die Aufmerksamkeit anscheinend weg. Und erst wenn wieder ein Moment der Aufmerksamkeit dämmert, merkt man, ach, wo war ich denn jetzt wieder? In diesen Traumgebilden, manchmal sehr realistisch erscheinen, durch Erinnerung gespeist. Und das nicht verdammen, nicht verurteilen, denn das ist ja ein neues sich verspinnen. In Urteil, Vergleiche, andere machen es besser oder letztes Jahr konnte ich es dann schon viel besser. Das ist auch Verspinnung, Verzettelung. In Gedanken und nicht nur Gedanken, denn das ist das Einheitliche dieses Organismus, dass kein Gedanke stattfindet, ohne dass nicht der ganze Körper irgendwo irgendwie affiziert wird. In Mitleidenschaft gezogen wird oder angeregt wird, zu reagieren. Mit allen möglichen Chemikalien. Die Stimmungen hervorrufen. Stimmungen wie Traurigkeit, Depression, Ärger, Freude, Sehnsucht, Verlangen, Furcht. Und wenn der Körper vibriert mit diesen Gefühlen der Angst oder des Verlangens, gespeist durch Chemikalien von Gedanken oder Erinnerungen erzeugt. Und jetzt vibriert der Körper mit, was wir Angst nennen, dann erzeugt das neue Gedanken über mehr Angsterregendes, worüber ich mich sonst noch aufregen könnte oder sonst noch begehren könnte. Es ist ein einheitliches Spiel zwischen Gedanken und Körper. Denn Gedanken sind körperlich. Das ist nichts Ätherisches, was von außen auf uns hinzukommt. Obwohl ich will nicht leugnen, dass manchmal kommt man in einen Raum und spürt, was in den Menschen vor sich geht. Angst, Hass, Zuneigung, Freundlichkeit oder Abweisung. Gedanken drücken sich körperlich aus. Und der Körper drückt sich in Gedanken aus. Und das kann man
in so einer stillen Woche beginnen mitzuverfolgen, ohne Urteil. Denn wenn sich die Urteilsstimmung einstellt, dann ist es nicht ganz offen, nicht ganz klar. Denn was wir nicht sehen wollen, weil wir es verurteilen, sehen wir auch nicht klar. Das ist doch klar, oder? Wenn wir vor etwas Angst haben, in uns zu entdecken, oder es verurteilen, verdammen, oder unbedingt erleben wollen, dann ist nicht die Klarheit da, es so zu sehen, wie es jetzt ist. Das ist das Schwierige, Urteil zu schauen und nicht fortzufahren damit. Aus dem Moment der Aufmerksamkeit zu sehen, dass Urteil oder Vergleich nicht nötig ist, dass er verdunkelt, verengt, verzerrt. Was natürlich geschaut werden möchte. Also, zurückzukommen, was ist dieses stille Lauschen, worin alle Sinne mit einbegriffen sind? Stilles Lauschen, der Motor, Vogel singt, Atem kommt und geht. Wenn man ganz dabei ist, weiß man nicht mal, ist er jetzt gekommen oder gegangen. Dann ist auch schon wieder gedanklich erfasst. Es ist einfach so und so. Und es ist da, es geschieht ganz von allein. Im weiten Raum des Schauens, Hörens, Fühlens, Daseins, ohne Stellung nehmen zu müssen. Es klingt so schwer und ist so einfach, nicht leicht, aber einfach. Nichts Kompliziertes daran. Kompliziert wird es durch Gedanken darüber. Und das kann man auch bemerken in dieser Woche. Wie Gedanken alles komplizieren und verwirren. Nicht unbedingt, es gibt auch klare Gedanken. Wir versuchen ja jetzt miteinander zu kommunizieren mit klaren Gedanken, klaren Worten, die möglichst akkurat wie möglich ausdrücken, was nicht ganz vollständig in Worten ausgedrückt werden kann. Also wir verdammen nicht die Gedanken mehr. Wir lernen über sie von Moment zu Moment. Wenn sie klar sind und nicht stören und wann sie nicht klar sind und verwirren. Also so einem Vortrag wie diesem hier zuzuhören, ist nicht ganz unser konventionelles Zuhören. Und was ist konventionelles Zuhören? Ja, muss man mal jetzt schauen. Wie höre ich dem Vortrag zu? Habe ich schon Erwartungen, was ich hoffe, sie wird sagen oder was ich gelesen habe? Ich weiß jetzt, was sie schon sagen wird, dann hört man nicht genau zu. Wenn man was erwartet oder sich vorstellt oder schon weiß, dann ist es mehr so mitsingen oder mitsummen, ja. Und vielleicht sage ich gar nicht, was ich das letzte Mal sage. Ich glaube nicht, denn ich erinnere mich nicht dran. Weiß noch nicht, was hier rauskommen wird. Also können wir alle
einfach zuhören, ohne bestimmte Muster zu erwarten. Das ist ein anderer Geisteszustand, Körperzustand. Dasein ohne Muster zu erwarten, ohne Muster zu hören. Wie ein kleines Kind, das noch nicht lang genug am Leben ist, um viele Muster geformt zu haben. Hört man zu, um sich das zu merken, muss es sich jetzt nicht merken. Wir verkaufen hinterher die Tapes. Ich sage das jetzt nicht als Sales Pitch. Aber es ist viel leichter. Sales Pitch ist ein Verkauf, wie sagt man, um etwas verkaufen zu wollen. Bänder können sehr nützlich sein, sie wieder zu hören. Vor allen Dingen, dann merkt man, was man alles nicht gehört hat oder anders gehört hat. Oder wo man ganz abwesend war. Aber hier im Moment, wenn man in gewohnter Weise versucht, sich das alles zu merken, damit man es ansammeln kann, dann ist das nicht die gleiche Offenheit des unvoreingenommenen Lauschens. Selbst wenn man es wieder vergisst, vergesse es auch, was ich sage. Aber es ist kein Unglück, denn man kann ja immer wieder aufs Neue schauen. Und wenn direkt geschaut wird oder gefragt wird, dann kommen die Worte. Das Bewusstsein ist sehr, sehr fügig. Gebend, wenn es nicht bedrängt und bedrückt wird, unter Druck gesetzt wird, dann spendet es von ganz allein. Also können wir aufs Neue zuhören, nicht ambitiös, nicht ehrgeizig sein, die ganze Zeit, alle 7 Tage, auf immer. Dann wieder die alten Muster, die uns früh eingeprägt wurden, die Ideale, unter denen wir so leiden, weil wir sie nie erreichen können und uns selber minderwertig fühlen deshalb. Nur Moment, kommt von ganz allein. Ein Moment klaren Hörens, das ist nur der Vogel. Niemand, der ihn hört. Nur das Atmen. Niemand, der atmet. So ist es. Obwohl unleugbar hier ein Organismus sitzt und wandelt. Wandelt ist ein schönes Wort, denn er wandelt sich ständig. Und jetzt komme ich zu diesem sehr wichtigen Thema der Autorität. Macht man aus Toni, die hier sitzt und jetzt mit 2 Mikrofonen umgeben ist, macht man aus ihr eine Autoritätsperson? Hat es schon gemacht, hat schon stattgefunden. Das Gehirn ist so flink, so schnell im Bildermachen. Es ist eine Bildermaschine, Gedankenmaschine. Sehr fein, sehr komplex, sehr zuverlässig im Formen von Bildern. Das ist wichtig für unser Überleben. Ohne Bilder würden wir uns immer wieder verbrennen. Oder ertrinken oder vergiften. Es ist gut, dass das Gehirn so schnell und unter Umständen sehr akkurat Erinnerungsbilder schafft und dann das Schreiben und,
und denken und in Bücher fassen, hilft dabei bei dieser Lagerung von wichtigen Erinnerungen. Nur, wo kommt da die Weisheit zu unterscheiden, was wichtige Erinnerungen ist und was total unwichtige Erinnerung ist? Diese Weisheit kommt nicht aus dem Wissen, sondern aus dem Leben und Schauen. Also, Autoritätsperson. Es ist eine ganz unwichtige Erinnerung, wenn so etwas schon geformt ist. Aber sie funktioniert, sie operiert, findet statt. Und wenn dieses Bild erstmal geschaffen ist und nicht beobachtet wird, ans Licht gebracht wird, dann schafft es gewisse Haltungen in einem, wo man nicht genau zuhört und selber prüft, ob es so ist, sondern man nimmt es einfach alles an. So ist es, sie hat es gesagt und sie muss es wissen. Also kann in diesem neuen Zuhören, diesem frischen neuen Zuhören, auch wenig Autorität sein, sodass es immer klarer wird, dass es mir obliegt, wirklich zu untersuchen, ob was sie sagt auch so ist. Ich habe schon eine ganze Menge gesagt. Das nicht übernehmen als fertige Weisheiten, sondern als Anregung, selber zu schauen, es selber aufs Neue und immer wieder aufs Neue zu entdecken. Wie Bilder sich formen und wie, wenn sich ein Bild von einem anderen Menschen geformt hat, dann kann man sie oder ihn nicht mehr genau sehen. Hat vielleicht ihn oder sie nie genau gesehen, weil man schon ein Bild hatte. Man schätzt sich gegenseitig auf so vielen Cues, wie sagt man Cues? Wir haben so viele Kriterien, unbewusste Kriterien, wie wir einander einschätzen. An der Kleidung, an den Falten, an den, wie man das Haar trägt, wie die Augen blinzeln, in was für einem Auto man angefahren kommt. Die Sprache. Ich wuchs in Leipzig auf und meine Eltern haben aufgepasst, dass wir nicht Sächsisch reden. Das war pöbelig. Also, ein Kind aus guter Familie spricht nicht Sächsisch. Hat sich das heute geändert? Oder ist das noch genauso? Ist hier niemand aus Sachsen? Manchmal sagt mir jemand, den ich in Amerika treffe, du sprichst aber ein bisschen Sächsisch. Manchmal höre ich es auch selber und geniere mich nicht darüber. Also wir haben alle möglichen Cue, das ist ein schönes englisches Wort. Hinweise. Wie wir jemanden einschätzen, das Bild formt sich und wir sehen sie nicht. Oder sehen, dass wir nicht sehr viel wissen, wenn wir nur eine Person sehen. Ein Mensch, so wie er sie jetzt gerade da sitzt oder redet. Es ist ja nicht zu vermeiden, dass das Gehirn das tut. Es tut es seit Millionen Jahren. Sehr geeicht darauf. Und jetzt zu sagen, das will ich aber abschaffen oder loswerden, das ist absurd, unmöglich. Aber sich in Anbetracht dessen, dass das stattfindet, zu fragen, kann ich noch mal schauen, wie ist es denn mit diesem Menschen? Vielleicht ist sie oder er ganz anders, als all diese Hinweise deuten. Und wir sind anders als unsere Hinweise. Wir sind nicht unsere Hinweise, wir sind nicht unsere Bilder. Wir sind das ganze Leben, voll und ganz. Und leer und ganz. Werden wir noch
Laufe dieser Woche viel darauf zu sprechen kommen. Unsere Fülle und Leere, die alles einschließt, nicht nur die spezifische Persönlichkeit, die sich entwickelt hat unter all den verschiedenen Bedingungen des Elternhauses, der Gegend, des Landes, in dem man wohnt, die Geschichte, das Zeitalter, das alles nur oberflächliches Ripples, kleine Wellen. Obwohl das, wir nehmen das sehr ernst, unsere Persönlichkeit. Persona. Damit sind wir meistens ziemlich total identifiziert. Das bin ich. Und wehe, wenn das angegriffen wird oder der Schmerz, die Beleidigung, die Verteidigung, das wieder Instandsetzen einer eingedellten Persona, die muss wieder ausgebeult werden. Macht man im Lauf der Woche oder hat schon aus Toni eine Autoritätsperson gemacht. Und jetzt will ich was Neues hinzufügen, denn in letzter Zeit, im letzten Jahr oder so in Amerika, haben mich zwei verschiedene Menschen daraufhin angesprochen. Kommt auch jetzt in einem Interview raus, das wurde angesprochen von... Das ist im Tricycle, ich weiß nicht, ob man das hier, ja, man bekommt das hier, glaube ich. Warum leugnest du, Toni, dass du eine Autoritätsperson bist? Oder, nun muss ich es auf Deutsch sagen, die Gespräche waren auf Englisch. Du musst das nicht abweisen oder ableugnen oder verneinen, dass du mit großer Autorität sprichst. Und dann bezog man sich auf die Stimme, den Nachdruck, mit dem ich oft spreche, die Energie, mit der dann so leicht assoziiert werden kann, dass man überzeugen möchte. Und es hat mir sehr geholfen, diese Fragen. Fragen helfen immer, etwas klären, sich auch etwas genauer, feiner anzuschauen. Ja, man spricht mit Energie und Gewissheit. Wenn man etwas klar sieht, dann spricht, dann drückt sich Gewissheit aus. Man kann ja befragt werden, man schaut sich nochmal an, sagt, ja, aber so ist es, so wird es gesehen. So ist es in diesem Moment. Und das verneine ich nicht. Das tue ich ja die ganze Zeit, meistens. Mit Nachdruck sprechen über etwas, was einem klar und wichtig erscheint. Wichtig, es mitzuteilen, nicht wichtig, andere Leute dafür einzunehmen oder sie davon zu überzeugen. Das Wichtige ist, dass wir es alle selber sehen und auch Aussprache darüber halten, wie wir es sehen. Es ist sehr angebracht zu sagen, du, ich sehe es nicht so und dann höre ich zu. Dann schaue ich mir es an, schaue mir an, wo du herkommst. Ich meine jetzt nicht aus Sachsen, sondern in diesem Moment. Aus Klarheit oder aus Protest, Widerstand. Es ist ja alles, man kann ja alles offen hinlegen, man muss ja nichts verteidigen. Das ist so schön, wenn einem das klar wird, dass wir dann in wirklicher Kommunikation miteinander sind, wenn wir nichts zu verteidigen brauchen. Wir müssen uns mit nichts identifizieren und können deshalb alles anschauen, frei und neu und lernen, gemeinsam lernen. Also, wenn ich wieder dieses Problem oder das Thema Autorität anspreche, dann will ich damit nur sagen, nicht mehr blind glauben, oder mich verteidigen, wenn
ihr vielleicht miteinander sprecht und jemand sagt, du, aber was die Toni da sagt, das sehe ich anders, das stimmt nicht so, da hat sie was übersehen. Und dann nicht einfach Tonis Seite übernehmen, weil sie es gesagt hat, sondern selber schauen. Oder selber sehen, dass man nicht klar ist. Das ist Klarheit, zu sehen, dass man nicht klar ist. Dass man jetzt verwirrt ist, das zu sehen ist Klarheit. Denn wenn man Verwirrung sieht, dann besteht man nicht auf etwas. Dann verteidigt man es nicht. Dann lässt man den Wirrwarr ein bisschen allein, in Ruhe, so wie eine trübe Pfütze. Wenn man da drin rumstochert, dann wird sie noch trüber. Lässt man sie aber in Ruhe, geht auf seine Wanderung, kommt wieder vorbei, ist sie klar. Da hat sich der Sand gesetzt. Aber nur, wenn wirklich nicht drin rumgestochert wird oder drin rumgewühlt wird. Und das ist so schwer. Wir können ja nichts allein lassen, nichts in Ruhe lassen. Gedanken sind ja ununterbrochen oder scheinbar, anscheinend ununterbrochen, tätig. Sich was vorzustellen, sich was zu formulieren. Immer muss formuliert werden, was gerade geschehen ist. Und dann ist das Geschehen nicht mehr wirklich. Dann sind die Gedanken wichtig geworden. Sieht man das? Von Moment zu Moment? Und lässt es in Ruhe? Man hat was gesehen. Das ist genug. Heute früh erzählte mir jemand einen Traum. Und nach dem Traum war Entspannung. Kann man es in Ruhe lassen? Oder muss jetzt schon wieder interpretiert werden an dem Traum? Dann ist die Entspannung vorbei, denn man muss es ja richtig interpretieren. Und da gibt es so viele mögliche Interpretationen. Und jemand anders, der mehr Expert ist, der sagt es noch wieder anders. Aber die Tatsache, dass man geträumt hat und es sieht, man kann den ganzen Traum auf einmal sehen, auf einen Blick. Das ist genug. Wie dieser Mensch sagte, davon aufwachen, da war eine Entspannung. Das bezeugt das. Geträumt zu haben, hat was getan. Und dann lass fahren dahin. So die Lebenskunst. Das, was passiert, was gesehen wird. Und dann lässt man es los. Natürlich, manchmal muss man noch was unternehmen. Es ist kein Problem. Oder es ist nichts Schlimmes, sich zu entschuldigen, wenn man jemanden verletzt hat. Oder etwas versuchen klarzustellen. Aber dann klar sein. Will ich es jetzt nur klarstellen oder will ich mich schöner machen, als ich war? Wenn man das sieht und wirklich sieht, dann muss man vielleicht gar nicht klarstellen. Dann merkt man vielleicht, der andere hat schon gesehen, was war. Ich muss mich ja nicht beschönigen. Ich muss mir auch nicht verschlechtern. Ich muss mich überhaupt nichts aus mir machen. Bringt das Ängste hervor, wenn man das hört? Oder Erleichterung? Also, die letzte Frage unseres ersten Vortrags ist, wenn du also nicht unsere Autoritätsperson bist oder sein willst, was ist dann unsere Beziehung miteinander? Vielleicht kommt man aus Traditionen, wo man ganz bestimmte Beziehungsverhältnisse erlernt hat, zum Lehrer, zu der, die den Vortrag hält, die Gespräche führt.
gelernt, sich in ganz bestimmter Weise zu verhalten. Aber das trifft hier nicht zu. Also das braucht man hier nicht. Wenn man es hier hineinträgt, dann ist das Einzige, es zu beobachten, wahrzunehmen und zu hinterfragen. Aber es ist nicht nötig, wirklich nicht nötig. Das sage ich nicht nur, sondern das stimmt für mich. Ich erwarte das nicht. Ich denke gar nicht dran, weil ich nicht ein Bild von mir habe als jemanden in diesem Retreat, eine Lehrerin oder Autoritätsperson. Dieses Bild existiert nicht. Was ich empfinde, Menschen gegenüber, die zusammenkommen, um eine Woche zusammen zu arbeiten, und nicht nur diese Menschen, sondern auch die Frauen in der Küche oder der Taxichauffeur, ist Respekt. Respekt anderen Menschen gegenüber. Habe ich vielleicht ganz früh gelernt, aber es empfinde ich. Es ist nicht nur ein gelerntes Muster. Ich respektiere Menschen. Für das, ich weiß nicht für was, für das, für nichts, ich weiß nicht. Aber wollen wir eher sagen, das ist so ein Wort, das ein bisschen clumsy ist, wie sagt man, ein bisschen unbeholfen, unbeholfenes Wort. Und es hat so viele Assoziationen, nicht? Denn dann wird man wieder zur Respektsperson. Einander und vorurteilslos sehen, freundschaftlich, vielleicht sogar liebevoll, ohne es zu erzwingen. Wenn das nicht da ist, kann man es nicht erzwingen. Aber wenn es da ist, dann breitet es sich aus. Eine freundschaftliche Gemeinsamkeit, indem wir alle miteinander untersuchen und hinterfragen und schauen und hören. Stille.